Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus, und das, was ich hier in der Hand halte, das treibt der Jugend von heute wahrscheinlich die Tränen in die Augen, dass man mit sowas spielen konnte, nämlich ein LCD-Spiel. Das Ganze gibt's zusammen mit dem aktuellen Yps, das immerhin noch bis Mai wohl ungefähr im Handel erhältlich sein dürfte. Da ist noch eine Zeitschrift dabei, da lernt man was übers Eier machen, insbesondere aber auch mit vielen Retro-Artikeln über Fischerpreis, über LCD-Spiele. Hier rechts, das ist so ein ganz klassisches von Nintendo. Und da erkennt man auch schon, was LCD-Spiele nämlich Besonderes ausmacht. Sie haben nicht wirklich irgendwelche Pixelgrafiken, sondern es sind feste Grafiken, die eben aufleuchten oder nicht. Und die muss man dann im richtigen Moment drücken. Und dann sieht es irgendwie so aus, als wenn ein Mannequin mit irgendwie was jongliert oder ein Krake runterkraxelt oder Donkey Kong eben durch die Gegend springt. Ja, also das sehen wir ja gleich. Also da ist nämlich hier was dabei. Für 6,90 Euro gibt es das ganze Pack hier. Und wir werden gleich sehen, man kann tatsächlich damit Spaß haben. Es ist nämlich insbesondere ein Tetris, aber auch ganz viele andere Spiele. Und ja, da wird dann auch nochmal wieder die Fantasie ein wenig angeregt. Ich wollte übrigens noch erwähnen, in dem Heft auch gibt es zum Beispiel nochmal so eine Einführung, was ist Superman und was ist Batman, aktuell zum passenden Film. Und noch so ein paar andere Vergleiche retromäßig. Aber wir widmen uns jetzt hier diesem LCD-Spiel, das, muss man sagen, schon eine erste große Herausforderung stellt, wenn es darum geht, es auszuprobieren. Packen. Irgendwo muss doch hier eine Lasche sein. Siehst du, da geht's doch. Mit etwas roher Gewalt funktioniert es auch, das Teil rauszuholen. Hat natürlich nichts mit dem 3DS zu tun. 3D ist da nichts. Und auch sonst ist die Grafik natürlich LCD-mäßig. Werden wir gleich sehen. Aber Batterien müssen wir reintun. Sowas gibt es ja bei aktuellen Smartphones oder Handheld zum Beispiel nicht. Und wir haben sogar Tasten, die wir drücken können. Und was wir damit machen, ja, das sehen wir dann gleich. Um allerdings die formschönen AAA-Batterien einführen zu können und den knallharten Sound zu hören, da oben sahen wir schon den Lautsprecher, müssen wir erstmal einen Kreuzschraubenzieher irgendwo finden, weil, ja, ich glaube, da gibt es irgendwelche Vorschriften, weshalb das so sein muss. Und wenn wir das geschafft haben, diese Hürde überwunden haben, dann sehen wir nicht nur hier, dass Batterien drin sind, können dagegen klopfen, das bringt noch nichts. Nein, wir müssten die On-Taste drücken, das ist in diesem Fall nicht die, sondern da, wo was passiert, nämlich die dritte. Wir können den Sound an- und aus machen zum Beispiel auch. Und da oben sehen wir schon, was LCD-Grafik ausmacht, nämlich, ja, entweder Grafik an oder aus, ne? Also, da ist nichts mit irgendwie besonderen Filmchen oder besonderen Grafiken. Da muss man das nehmen, was da ist. Nämlich in diesem Fall diese Quadrate mit einem kleineren Quadrat drin. Wir können dann zum Beispiel die Schwierigkeitsstufe einstellen. Das sehen wir bei Level oder auch die Geschwindigkeit bei Speed. Und wir können verschiedene Spiele auswählen. Insgesamt 23, wovon allerdings die meisten einfach verschiedene Tetris-Varianten sind, aber sogar ein Autorennen werden wir gleich noch sehen am Ende des Videos, also unbedingt dranbleiben. So, das ist jetzt erstmal Tetris, davon gehe ich erstmal aus, das kennt jeder, wer es nicht kennt, es geht darum, ja, es fallen von oben hier diese formschönen Symbole und die können wir drehen zum Beispiel oder auch etwas schneller fallen lassen und damit müssen wir Reihen bilden und wenn wir das schaffen, dann ist das gut, weil dann löst sich die Reihe wieder auf und wir haben dann die Möglichkeit weiterzuspielen. Wenn sich allerdings dieser Turm bis oben auftürmt, dann ist vorbei mit dem Spiel. Das, finde ich, hat auch 2016 noch nicht seinen Reiz verloren. Okay, auf jedem Smartphone dieser Welt läuft das natürlich auch, aber es sieht dann nicht ganz so retro aus wie hier und man kann keine Batterien eintun. Ja, wenn es denn wichtig ist. Jo. Das können wir jetzt ewig so machen. Ein Let's Play davon mit 3 Stunden Tetris-Spaß. Überlege ich noch, ob ich das mache. Wir können mal durchgehen, was haben wir hier noch für Spiele. Zum Beispiel dies hier, Spiel Nummer 9. Das ist Raumschiff-Schlacht. Und da sehen wir schon unser Raumschiff, das einfach aussieht wie jetzt mehr oder weniger eine zusammengesetzte Tetris-Figur. Und mit der können wir also durch die Gegend fliegen. Und wenn wir drücken, sogar schießen, wie wir hier erkennen. Und dann schießt er natürlich die gleichen Symbole. Ist ja ein LCD-Spiel. Wie gesagt, nichts mit Pixeln. So, jetzt hier, komm, geh mir runter. Ach, da muss man schon ganz genau hingucken, ob man sagen kann, ist das schon Elite Dangerous oder ist es eben, ja, eben Tetris mit anderen Mitteln. Ja, und das ist auch kindergerecht, ne? Also, da ist nichts mit Blut und so, also, da kann man auch nochmal schon einen 6-Jährigen vorsetzen. Naja, gucken wir nochmal weiter, was haben wir noch? Wir haben ja auch so irgendwie auch die Zeit der Liebe, die ist ja immer irgendwie, deswegen gehen wir mal auf Spiel Nummer
13, das ist Ping-Pong verschärft. Das heißt, hier haben wir so eine Art Pong-Variante für uns alleine. Beziehungsweise eher Breakout. Das heißt, der Ball fällt hoch und runter. Wenn er gegen die Wände knallt, dann springt er ab. Wir müssen dabei oben das Herz zerlegen und aufpassen, dass der Ball eben nicht unten durchrutscht. Jo, auch das, da kommt nochmal ein anderes dreistündiges Let's Play. Und dann hätten wir jetzt nochmal Tetris andersrum, hier bei Spiel Nummer 15. Wie das heißt, wir schießen von unten nach oben, wir schießen nichts ab, wir schießen was hin. Also da kommen Symbole auch, beziehungsweise bestimmte Muster runter. Und dabei müssen wir wieder, indem wir da diese kleinen Kästchen hinschießen, versuchen dann Reihen zu bilden, damit uns dann dieser ganze Schmodder unten nicht erwischt. Ja, auch da könnten wir, wenn wir wollten, Levels und Speed einstellen. Und jetzt kommt am Ende noch das Highlight, das Autorennen Formel 1. Ohne nerviges Qualifying, einfach ab die Post. Gleich werden wir sehen, da ist unser Auto unten links. Ach ja, der Kenner hat schon erkannt. Und jetzt geht's schon los. Wir fahren. Ha, das sind die anderen Autos und ab nach vorne. Das war's dann auch für heute. Oh, mit Unfall auch. Schlimm, schlimm. Nicht nachmachen, bitte. Mit Kaulius probiert es aus. Für Retro-Fans hat dieses Yp sicherlich so seinen Reiz. Allerdings ist da auch nichts, was man nicht auch mit dem Handy machen könnte. Aber das kostet auch mehr als 6,90, ist kein Heft dabei und Batterien kann ich auch nie einlegen. Jo, und das war's und tschüss.